Ja, wir haben diese Studien, die wir zusammen verbringen, seit gestern Abend bis heute Nachmittag, unter diesen Gedanken gestellt: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Und es war gestern spannend zu sehen, wie die Bibel aktuell in unsere Zeit spricht und wie wir lernen dürfen, auf den Geist Gottes zu hören, auf den Geist der Weissagung. Das ist eines der entscheidenden Merkmale der Endzeitgemeinde, dass sie hören. Durch alle Zeiten hindurch heißt es, in allen Epochen, in denen Gott sein Volk geführt hat hier, wir wissen ja, das sind Sendschreiben in der Bibel, in der Offenbarung, und jede endet mit dem gleichen Aufruf, mit dem gleichen Appell: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist keine Option, keine Kür, zu sehen, zu hören, zu verstehen, das ist Pflicht. Wir müssen selber lernen, Gott zu verstehen. Es ist gut, wenn wir Predigten hören. Und es ist gut, wenn wir weise Menschen um uns herum haben, die uns durch Gottes Geist inspiriert Ratschläge geben. Aber Geschwister, das ersetzt nicht, dass wir selber die Stimme hören. Wir müssen auch Gott selber hören. Und je näher wir an die Wiederkunft kommen, desto wichtiger wird es, dass wir Gott selber hören in unseren Andachten, in unseren Bibelstudien. Aber wir haben wenig Zeit, ich weiß das. Wir sind getrieben und alle danken Corona, dass sie endlich Bibel studieren dürfen. Irgendwas läuft doch falsch. Ich überziehe ein bisschen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin selber dankbar. Dadurch hatten wir unsere drei Söhne fast jetzt drei Monate zu Hause. Das war toll. Es war klasse. Ich verstehe schon, was ihr meint. Aber brauchen wir erst irgend so eine Krise, dass wir irgendwie sagen, endlich komme ich richtig zum Bibelstudium? Geschwister, ich habe vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen. Alles, was mich daran hindert, Prioritäten zu setzen, dass Gott an erste Stelle kommt, das haue ich ab, das hacke ich ab. So wie es in der Bibel steht. Weil, was soll es? Wenn wir 400 Euro mehr im Monat verdienen und uns dafür einen Urlaub leisten können, der ein bisschen länger ist, 4 Tage. Wenn ich aber das Entscheidende nicht wirklich so durchführen kann, wie ich es gerne habe, wie ich es gerne das Bedürfnis habe. Und das ist entscheidend. Geschwister, das Bedürfnis nach Bibelstudium, das Bedürfnis, Gott zu hören, tiefer zu gehen als eine kurze Andacht, das Bedürfnis ist nicht natürlicherweise da. Bei niemandem von uns. Das ist wie Wasser trinken. In der Bibel steht in Johannes 7, wer durstig ist, der komme. Und dann verspricht Jesus das Wasser des Lebens. Und ich, aus meiner Erfahrung weiß ich, das ist vielleicht genetisch von meiner Mutter, ich habe so selten getrunken früher, weil ich eben nach Durstgefühl ging. Und wenn man denkt, ich habe gar keinen Durst, das mag ein Gefühlszustand sein, aber das ist nicht, was deine Zellen denken. Das ist nicht, was dein Immunsystem denkt. Denn das Gefühl kann täuschen. Die Bibel sagt das, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern es gibt Momente im Leben, wo wir uns ganz stringent an Regeln halten. Nicht, weil wir uns danach fühlen. Und ihr Lieben, ich kann euch versprechen, weil ich das selber alles durchlebt habe, ich rede hier nicht aus der Theorie. Der Mensch, der natürliche Mensch, der Mensch hat kein natürliches Bedürfnis nach Bibellesen und nach Gemeinschaft mit Gott, um still zu werden und zu hören. Länger als 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten. Das ist nicht das natürliche Bedürfnis. Was macht man dann? Wir warten, bis wir das Gefühl bekommen, jetzt brauche ich's. Stimmt's? Wie bekommt man Durst? Indem man trinkt. Ihr wisst es selber. Macht das, testet das. Nehmt euch ein paar Regeln, zum Beispiel nach dem Aufstehen trinke ich 2 Gläser Wasser. Macht das ein Jahr lang oder ein paar Monate lang. Testet das und dann nehmt euch Zeiten, wo ihr am Tag trinkt. Bewusst, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt. Ich sage euch, was passieren wird. Ich habe es selber erlebt. Es wird ein Teil von euch selbst. Jetzt
plötzlich, wenn ihr das macht eine Zeit lang, wacht ihr auf und ihr habt Durst. Nicht, weil ihr es vom Kopf mehr tut, sondern weil ihr plötzlich Durst habt. Weil ihr trinkt, kommt dieses Gefühl, ich brauche was zu trinken, viel früher. So ist es mit der Bibel. Wenn ich die Bibel nicht lese, wird auch das Bewusstsein nicht kommen, mein Empfinden. Ich brauche jetzt Zeit. Ich kann jetzt den Termin nicht zusagen. Ich muss jetzt mir Zeit nehmen. Egal was passiert, egal welche Termine habe und wenn sie noch so wichtig sind. Ich brauche jetzt diese Zeit. Dieses Gefühl, diese Empfindung kommt dann, wenn du gewohnt bist, diese Zeit dir zu nehmen. Das ist wichtig. Warum? Warum sage ich das? Weil wir noch nie zuvor in der Geschichte dieser Welt so dringend, so nötig es hatten, Gottes Stimme zu hören. Weil zu viele Stimmen in dieser Welt sind. Und oftmals sind die Stimmen nicht nur unnötig, sondern sogar gefährlich. Ich möchte mit euch heute etwas studieren, was eine Fortführung ist von dem letzten Thema, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich glaube, dass dieser Punkt, den wir jetzt studieren, eines der Bereiche ist, die ich gegenwärtige Wahrheit nennen würde. Was der Geist besonders uns deutlich machen möchte, nämlich unser Studium geht um Heiligkeit. Und ich habe das einfach für mich gedanklich als Arbeitstitel überschrieben, heilig, wenn Profanität zur Normalität wird. Wir merken gar nicht, wie mit dem Trinken, wie plötzlich Profanität, ich erkläre das nachher noch ein bisschen besser, das heißt das Gewöhnliche, das Alltägliche zur Norm wird in unserem Leben. Dadurch wird das Heilige, was immer das alles einschließt, wir kommen noch drauf, wird das Heilige zum Nebenprodukt, manchmal sogar störend. Weil die ganze Gesellschaft mittlerweile so tickt und wir mittendrin sind. Ich möchte aber einen Bibeltext voran unserem Studium setzen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln. Übrigens, ihr Kinder, die ihr lesen könnt, ihr seid nicht mehr so klein, dass ihr jetzt unbedingt, die malen wunderbar, malt was Wunderbares, vielleicht könnt ihr was malen, was ihr hört und Gedanken, aber die lesen können, euch lade ich ein. Das wird so einfach, die Predigt, auch wenn es ein komplexes Thema ist, aber wir werden es so einfach machen, dass ihr versteht. Also wer lesen kann, der darf ruhig in seiner Bibel, wenn er sie mitgebracht hat, schon mitlesen. Und ich möchte mit euch einen Text lesen, in 1. Petrus 1, 14. bis 16. Als Gehorsame, habt ihr es? 1. Petrus 1, 14. Ja, ich habe auch schon bei mir gemerkt, seitdem ich öfters digitale Bibeln benutze, weil sie praktisch sind, braucht man länger, um die Texte zu finden. Früher war ich schneller. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Habt ihr es? Und die jetzt gestern in unserem ersten Thema dabei waren, wo es ums Hören geht, selig, Matthäus 13, 16 und 17, selig eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn viele Propheten und Männer Gottes haben begehrt zu sehen und zu hören, was ihr seht und hört und haben es nicht gesehen. Als gehorsame Kinder, das Wort Gehorsam kommt von dem Wort hören, als hörende Kinder gebt euch nicht den Begierden hin. Das heißt, das, was man eigentlich Lust hat zu tun. Das, was so, naja, ich habe jetzt Lust, das zu tun und deswegen tue ich es. So wie trinken, wann ich will, schlafen, wann ich will, essen, wann ich will, kleiden, wie ich will, machen, was ich will. Das ist die Lust. Als hörende Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das ist der erste Text. Petrus bezieht sich hier auf Texten aus dem Alten Testament und da steht zum Beispiel in 3. Mose 19, ein ganz einfacher Text, klare Aussage. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mose 20, 26. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein.
Geschwister, wir sind zu höheren Berufen, als wir ahnen. Wenn wir Sabbat feiern, dann sind wir mitten im Thema drin. Denn es ist ein Tag, den Gott ausgesondert hat, um ihm zu begegnen, um gemeinsam eigentlich zu feiern, dass wir 6 Tage in der Woche hören auf Gottes Stimme. Das ist die Bedeutung von Sabbat. Jemand, der nicht in der Woche auf Gottes Stimme hört, wage ich zu behaupten, und ich habe das alles selber durchlebt, der kann nicht plötzlich bei Sonnenuntergang den Knopf drücken und sagen, heute ist Sabbat, heute feiern wir Sabbat. Das funktioniert nicht. Ihr werdet hierher kommen und mit derselben Unruhe und vielleicht mit derselben Unruhe wieder gehen. Sabbat bedeutet, ich feiere mit Gott, dass ich 6 Tage auf ihn gehört habe. Denn er ist der Schöpfer. Daran ist der ganze Sabbat ausgerichtet, auf seine Stimme zu hören. Und wenn ihr zurückgeht in dieses erste Buch der Bibel, dann werdet ihr sehen, alles begann damit, dass sie auf Gottes Stimme gehört haben. Und Gott sprach. Ist es euch aufgefallen, wie oft das vorkommt? Und Gott der Herr sprach. Und Gott der Herr sprach. Und Gott der Herr sprach. Und er sprach. Und er sprach. Bei jedem Tag heißt es, und Gott der Herr sprach. Und er sprach. Das fällt auf, wenn ihr da mal schnell durchlest. Gott spricht, spricht, spricht. Die erste Botschaft, die wir lernen in der Bibel, die allererste Botschaft ist, Gott kann sprechen. Und das Zweite, was wir lernen, ist, plötzlich kommt eine andere Stimme. Gott spricht, Gott spricht, Gott spricht, Gott spricht und plötzlich spricht die Schlange. Autoritäten. Gott spricht. Hören wir? Welcher Stimme hören wir heute zu? Gott spricht, aber wir hören es vielleicht seltener, oder? Ihr braucht jetzt nicht antworten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, wie sehr wir Gottes Stimme hören. Wenn es nicht so ist, dass wir regelmäßig Gottes Stimme hören, wie er zu uns spricht, durch die Bibel, durch den Geist, im Gebet, wenn das nicht der Fall ist, Geschwister, anhalten, Vollbremsung, nicht so weiter, wie es bisher ist. Ein Job mit Nebenjob und 3 Kinder und dieses und jenes und das, was nützt es uns, wenn wir nicht die Bremse ziehen und sagen, stopp, wenn ich Gottes Stimme nicht höre, dann kann es nicht daran liegen, dass Gott nicht mehr spricht. Das kann nicht sein. Dann liegt es an mir, dass ich sie nicht mehr höre. Und vielleicht sollten wir dann wieder still werden. Weil es heißt, seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Und momentan gibt es viele Stimmen, die schreien. Alles Mögliche haben wir gestern behandelt ein Stück weit. Manche, alle fordern Gerechtigkeit für Schwarze, für Frauen, für Schwule. Alle reden, alle schreien, alle Stimmen hört man in den Medien. Und wie schnell kann man mitrufen mit den Stimmen und merken nicht, dass es gar nicht Gott ist, der hier ruft. Und auch nicht der Heilige Geist. Wir feiern Gottesdienst. Was ist das denn, was wir hier gerade tun? Eine Stunde interessante Geschichten oder mal an die Tankstelle fahren und kurz was reintanken. Was ist das, Gottesdienst? Es ist kein soziales Happening. Es ist kein Unterhaltungsevent. Es ist keine Selbsterfahrungsstunde. Vielleicht mit ein bisschen Gruppendynamik. Wenn ich die Bibel ernst nehme, in Johannes 4, zum Beispiel Vers 24, da wird aufgerufen und unterschieden, da wird getrennt zwischen Anbetern und, wer weiß es, als er mit der Samariterin spricht. Sie sagt, wo ist der richtige Tempel? Wo steht der? Sag mir, wo soll ich anbeten gehen? Dort oder dort? Und Gott sagt, du irrst dich. Jesus sagt, du irrst dich. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche Anbeter möchte Gott haben. Johannes 4 unterscheidet hier Jesus zwischen Anbetern und wahren Anbetern. Das ist nicht mein Wort, das steht wörtlich drin. Wahre Anbeter. Was geschieht denn da beim Gottesdienst? Worum geht es denn, wenn wir sabbats zusammenkommen? Es geht darum, dass wir durch Gottes Wort nicht das Wort benutzen und gebrauchen, wie in der Sabbatschule, sondern dass, wenn wir zusammenkommen, wir uns durchscannen lassen.
Es geht darum, dass das Wort Gottes uns, mit uns etwas tut, nicht wir mit dem Wort Gottes. Und jede Predigt, jede Bibelstunde, alles, was wir tun mit dem Wort Gottes, ist eine Herausforderung. Jede Kindergeschichte, die wir erzählen, ist eine Herausforderung, ob wir das Wort benutzen oder ob das Wort Gottes mit uns etwas tut. Das ist der Grund, warum zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr geschichtlich mal in die Vergangenheit geht, die traditionelle jüdische Gottesdienstform, wie es im Neuen Testament berichtet ist, zum Beispiel die erste Predigt von Jesus. Wisst ihr noch, was der Kontext ist? Was geschieht da im Gottesdienst? Was steht dort? Jesus hat aus der Schriftrolle gelesen. Der klassisch jüdische, damals israelitische Gottesdienst war keine Predigten, sondern sie haben das Wort Gottes gelesen, gebetet, gesungen, heimgegangen. Merkt ihr, wie viel verloren gegangen ist seit dieser Zeit? Gut, ist schon klar, wir sind auch Kinder unserer Zeit. Ich mache ja auch nicht einfach nur, dass ich Bibeltexte lese, sondern ich versuche das irgendwie in einer Predigt zusammenzufassen, in einer auslegenden Predigt. Aber Geschwister, habt ihr mal gelesen, was Ellen White darüber schreibt, nur mal nebenbei, wie Familienandachten laufen sollten? Habt ihr es mal gelesen? Ja oder nein? Sie schreibt da viel darüber, aber ein Punkt sagt sie, Familienandachten sollten sehr kurz sein und der Vater sollte einen Bibeltext lesen und dann sollte man singen und beten. Bibeltext lesen, das ist der entscheidende Punkt. Gott zu hören. Das ist der zentrale Knotenpunkt in Andacht und Predigt. Und wenn eine Predigt, und da nehme ich mich selber an die Nase, wenn eine Predigt nicht Gott sprechen lässt, ist sie besser, dass sie nicht gepredigt wird. Weil die Menschen können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber die Frage ist, darf Gott reden? Und ich möchte Gott reden lassen durch Bibelstudium. Ich lade euch ein, mit mir Apostelgeschichte 1,8 aufzuschlagen, denn dort verspricht Gott, dass er seinen Geist ausgießen wird. Es ist das Letzte vor der Himmelfahrt, was Jesus ihnen mitteilt. Und da verspricht Gott, dass er den Geist ausgießen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist kein Programm, das ist nicht das Ergebnis eines Seminars oder einer Schulung. Auch wenn es noch so gute Konzepte gibt, Jüngerschaftsschulung und so weiter, da gibt es wunderbare Konzepte. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt, wie wir zu Zeugen werden. Da steht, wenn ihr die Gabe des Vaters, sagt er wörtlich, empfangen werdet, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das heißt, der Heilige Geist muss in meinem Leben derjenige sein, der mich erfüllt und, das heißt auf Deutsch übersetzt, das sind theologische Worte, vom Geist erfüllt. Ja, was heißt das? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Bist du vom Heiligen Geist erfüllt? Das sind biblische Phrasen, sind gut. Aber was heißt das? Wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt ist, heißt das übersetzt, dass Jesus direkt zu mir spricht und mich führt durch den Heiligen Geist. Das bedeutet es. Ihr werdet die Stimme unter euch hören. Dies ist der Weg, den geht, weder zur Rechten noch zur Linken. Vers 22, und dann werdet ihr eure besilberten und vergoldeten Götzen nehmen und werdet sie hinausschmeißen und sagen, hinaus mit euch. Das sind die Folgen davon, dass einfach der Geist zu uns spricht. Es ist wunderbar. Und wir brauchen den Geist, gerade jetzt in dieser Phase der Weltgeschichte. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, kann nur dann geschehen, wenn wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Es geht nicht anders. Deswegen heißt es in jeder Gemeinde, wer Ohren hat, der höre. Warum ist das so wichtig? Weil wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, nicht nur glauben, sondern glauben und verstehen, was unsere Berufung ist. Wozu bin ich berufen als Siebenten-Tags-Adventist, als Nachfolger Jesu? Egal, ob ich hier stehe und predige oder ihr zuhört oder ihr Andachter, Eltern, Väter seid, egal welcher Verantwortung ihr vorsteht. Was bedeutet das, dass wir berufen sind? Und das müssen wir verstehen. Zu was wir berufen sind?
Nämlich die Bibel sagt, ich lese es gleich, Gott möchte nicht einfach nur, dass wir glauben und einfach gucken, dass wir gerettet werden. Wir haben einen Auftrag. Wir sind zu einem bestimmten Zweck erwählt worden. Ja, Rettung spielt hier eine Rolle, dass ich gerettet werde. Denn Gott möchte das wieder zurückführen, dass die Sünde aus diesem Universum wegkommt. Das wird auch geschehen. Und wenn wir nicht widerstehen, wird er uns retten. Er hat es versprochen, es geht gar nicht anders. Er hat gesagt, wenn ich erhoben werde in dieser Welt, werde ich wie viele zu mir ziehen? Wie viele? Was steht in der Bibel? Alle zu mir ziehen. Habt ihr das mal gelesen? Nicht manche, viele, die meisten. Da steht, ich werde alle zu mir ziehen. Das heißt, ich muss aktiv mich dagegen wehren, dass ich nicht gerettet werde. Wenn ich mich nicht wehre, wird Gott, der Herr, mich retten. Aber das ist, wir wissen es, wir wehren uns manchmal bewusst oder unbewusst. Weil unser Denken sich anpasst an das gewöhnliche, gegenwärtige Allgemeine und wir dadurch einen heiligen Gott nicht mehr richtig verstehen. Epheser 1, Vers 4 schreibt Paulus, ich werde ein bisschen zügig durchgehen, also habt schnelle Finger. Epheser 1, Vers 4. In Christus hat der Vater uns erwählt. Ehe der Welt grundgelegt war, wozu? Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Das ist erstmal eine Aussage. Wir sind nicht erwählt in erster Linie, damit wir einfach nur gerettet werden und rauskommen aus diesem schrecklichen Sündensituation in dieser Welt. Es ist nicht der erste Grund, der hier genannt wird. Der Grund ist, Gott hat uns erwählt, dass wir vor ihm heilig sein sollen und untadelig. 2. Timotheus 1,9, hier ähnlich an seinen jungen Mitarbeiter, sagt Paulus, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Wieder kommt das Wort, heilig. 1. Petrus 2, Vers 9, Text, den ihr wahrscheinlich auswendig könnt. Ihr aber seid ein auserwähltes, Luther sagt Geschlecht, andere sagen Generation, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Da steht Ethnos. Sag mal, wenn ihr denkt an Adventgemeinde, also an was denkt ihr als erstes? Wenn wir uns definieren, ihr euch definiert, an was denkt ihr als allererstes? Wir sind Adventisten, wir sind, was kommt da in meine Gedanken? Wir sind Nachfolger, Christen, wir sind Gläubige, wir sind Sabbathalter, was kommt da? Interessant ist, dass Petrus das runterbricht auf diese Beschreibung. Er sagt, ihr seid auserwählt, ihr seid in eurer Identität königlich, ihr seid Priester, das heißt, ihr vermittelt in dieser Welt zwischen Gott und anderen Menschen. Ihr seid heilig, ein Volk des Eigentums. Wozu? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist die Berufung, Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Jetzt wird es schwierig. Wie können Sünder einen heiligen Gott repräsentieren? Wie geht das? Habt ihr eine Antwort? Die Bibel geht nicht? Geht nicht. Geschwister, in der Bibel steht's. Ein Satz. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Warum sollen wir gesunde Nahrung essen? Levitikus 11, rein, unrein. Jetzt für die, die den Text kennen. Könnt auch aufschlagen, wenn ihr wollt. Was steht da drin als Begründung? Damit wir 10 Jahre länger leben. Belegt durch Universitätsstudien. Adventisten leben 10 Jahre länger, wenn sie das richtige Essen, Trinken und so weiter und so fort bewegen. Es ist schön, dass Gott uns das schenkt, diese 10 Jahre mehr. Aber es ist nicht der Grund, warum wir es tun sollen. Es steht wörtlich drin, bei den rein unreinen Speisen zum Beispiel, steht drin, ihr sollt heilig sein. Das ist die Begründung. Ich kann nämlich 10 Jahre länger leben und dennoch
diese Identität, die Gott mir geben möchte, nicht annehmen. Es gibt nämlich auch Esoteriker, die 10 Jahre länger leben. Gottes Berufung ist also, sagt uns hier die Texte, aus der Finsternis raus in sein Licht, damit wir für Gott zu Verkündigern seiner Tugenden werden. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Es ist nicht ganz so schwer, über Gott zu reden anhand von Bibelstunden und Predigten. Das ist nicht ganz so schwierig. Kann man sich aneignen, kann man studieren, man kann lernen, wie man redet, man kann lernen, wie man seine Stimme einsetzt, man kann lernen, wie man systematisch Ausarbeitungen macht, kann man alles lernen. Aber Tugenden zu verkündigen, wie verkündigst du eine Tugend? Was ist eine Tugend? Die Wesensmerkmale einer Person. Wie verkündigt man Tugenden? Es gibt nur einen Weg, nämlich dadurch, dass die Tugend gelebt ist, die Gott ausmacht, und dadurch kann man eine Tugend darstellen. Das geht nicht anders. Und das ist spannend. Und Petrus erinnert uns hier daran, dass Adventbotschaft, und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, Adventbotschaft ist mehr als Wortverkündigung, mehr als Information über Gott und den Heilsplan. Es ist, die Wesensmerkmale Gottes zu verkündigen, seinen Charakter und seine Gerechtigkeit zu leben. Das ist die Herausforderung, ihr Lieben. Biblische Heiligkeit impliziert im Kernbedeutung dieses Begriffs, und das ist das Schwierige an dem Wort, aber es ist so, könnt ihr ein Wörterbuch nehmen, da könnt ihr nichts dran ändern und ich auch nicht. Das Wort Kadosch heißt im Wesen getrennt, abgesondert. Das passt nicht in diese Zeit rein. In dieser Zeit, in der alles eins werden muss, ein konformes Denken, konforme Kleidung, konformer christlicher Glaube, Konformität in der Industrie, Konformität in allem. In allem. Da ist dieses Wort so unpassend wie noch nie zuvor in der Weltgeschichte. Trennung, absondern. Genau das Gegenteil ist das, was heute angesagt ist. Vielleicht versteht ihr, warum dieses Wort heute so wenig Bedeutung spielt oder eine Rolle spielt. Abgesondert sein. Und zwar meint das Wort, ich habe nachgeschlagen, ihr könnt es gerne selber noch prüfen, aber das Wort abgesondert sein in seiner Grundbedeutung hat 2 Aspekte und das wird oft vergessen. Abgesondert von etwas und abgesondert für. Und wenn eines dieser beiden Aspekte fehlt, ist dieses abgesondert sein nicht zielführend. Ich kann mich nämlich absondern von etwas, ohne dass ich mich für jemanden absondere, nämlich für Gott. Er sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Das ist übrigens das Für. Ein Beispiel für das Von ist Römer 12, 1 bis 2. Ihr kennt den Text. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger, schriftgemäßer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Jetzt kommt der Gedanke. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Kurz gesagt, hier steht, echter, schriftgemäßer Gottesdienst hat was mit Absonderung zu tun. Und das ist der Grund. Wenn ich mich absondere von etwas, was schriftwidrig ist oder Gott entgegensteht in seinem Wesen, in seiner Tugend, wenn ich mich absondere davon, sagt Paulus, dann werde ich eine Veränderung in meinem Denken bekommen. Habt ihr das mitbekommen? Schaut mal die Reihenfolge an. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern sondert euch ab, damit ihr erneuert werdet in eurem Sinn. Und jetzt erst kann ich mit diesem erneuerten Sinn Gottes Willen prüfen. Nicht umgedreht. Ah, lasst uns mal Gottes Willen prüfen. Und wenn das alles wahr ist, dann verändere ich mich und dann gehe ich aus der Welt raus. Paulus hat hier eine ganz andere Vorgehensweise. Er sagt, raus! Dann werdet ihr Veränderungen erleben und jetzt erst könnt ihr prüfen, was Gott will.
Wie kann ein Mensch, der weltlich orientiert ist, egal in welchem Bereich, wie kann der einen heiligen Gott verstehen? Sag mir das. Geht gar nicht. Das heißt, wir brauchen einen natürlichen Cut. Raus aus dem Einflussbereich. Was immer das ist, ich will jetzt nicht in Details gehen. Das kann jeder durch den Heiligen Geist sich jetzt raussuchen. Wo die Schrift deutlich wird, wovon wir uns trennen sollen. Das ist von, trennen von. Ich trenne mich, ich kann mich erinnern, bei mir, wie das damals war, in Nachtclubs und so weiter. Ich meine, man kann auch sagen, ich kenne diese Sprüche, ja, glaubst du nicht, dass Gott mit einem Menschen auch in die Disco gehen kann oder wo auch immer hin? Ich kenne diese Sprüche. Das ist doch gar nicht die Frage, wo Gott hingehen kann. Die Frage ist, möchte ich mit Gott, warum möchte ich mit Gott dort sein? Wenn ich dort bleibe, wenn ich in diesem Umfeld ständig bleibe und mich dadurch beeinflussen lasse, werde ich dann Gott wirklich verstehen können? Paulus sagt nein. Weg damit. Bei mir hat jemand gesagt, ich erinnere mich an ein junges Mädchen, sie war zu dem Zeitpunkt noch nicht getauft. Ich war zu einer Evangelisation in der Gemeinde und es war eigentlich mehr ein Erweckungswochenende. Und ich erinnere mich noch dran, sie sagte, ich habe sie das letzte Mal gesehen, als ich Betreuer war in einem großen Camp und sie war so groß und wir haben ein bisschen größer war sie. Sie war schon ein Teenager und sie hatte Probleme, sie hatte geraucht damals und sie hatte viele Fragen und wir saßen oft manchmal, wenn die anderen in Veranstaltungen waren, saßen wir im Wald und haben Bibelstunden gemacht. Und ich sah sie das erste Mal wieder an diesem Erweckungswochenende und sie sagt, hey, ich lass mich taufen. Ich sag, spitze, super, wann denn? Ja, sie sagt, dann und dann. Und obwohl, ich bin so dankbar, obwohl ich eigentlich noch ein Problem habe, ich habe noch nicht aufgehört zu rauchen, aber ich bin so froh, dass derjenige, der mich tauft, bereit war, mich zu taufen, weil er sagt, ich kann auch dann, kann ich noch frei werden. Ich sagte, aha, ich wollte sie nicht vor den Kopf treten, weil sie sich freute einfach. Und ich habe mich wirklich mitgefreut und ich habe gemerkt, wie sie sich richtig freut von Herzen auf die Taufe. Aber es war nicht schwierig, nicht einfach. Ich habe sie gefragt, hast du mal vor zu heiraten? Sie sagt, irgendwie schon, Familie und so. Schon eine Vorstellung von deinem Ehemann, wie der sein sollte? Und sie wusste nicht, worauf ich hinaus will. Ich habe ihr gesagt, könntest du dir vorstellen, du bist über die Ohren verliebt in deinen Ehemann, deinen zukünftigen Ehemann, deinen Bräutigam. Es ist nicht mehr lang bis zur Hochzeit. Vorbereitungen laufen schon. Und du erfährst, dass er eine Affäre hat mit einer anderen Mädel. Würdest du ihn heiraten? Sie schluckte. Sie sagte, wahrscheinlich nicht. Ich fragte, warum denn nicht? Ich meine, der kann doch später noch frei werden von dieser Beziehung. Ist doch kein Problem. Hauptsache, der entscheidet sich für dich. Verstehen wir? Wir glauben, wir können mit unserem Denken und mit unserem Handeln in der Welt bleiben, gleichzeitig aber mit heilig sein, mit Gott einen Bund schließen, der sagt, ich will dich ganz und dich nicht teilen. Keine Frau hier drin würde ihren Mann teilen wollen mit einer anderen und kein Ehemann seine Frau mit einem anderen Mann. Niemand, der normal hier oben ist. Aber mit Gott glauben wir, dass das möglich ist, weil Gott so lieb ist, so unglaublich uns versteht. Das geht nicht. Da, wo Liebe ist, geht das nicht. Stimmt ihr mir zu? Versteht ihr, warum Paulus sagt nicht, prüft erst mal Gottes Willen, lernt erst mal Gott kennen, dann werdet ihr so verändert werden, dann werdet ihr schon freiwillig aus der Welt gehen. Paulus sagt das nicht, er sagt, macht ernst, werdet ihr erstaunt sein, wie eure Gedanken und euer Denken sich verändert. Und dann werdet ihr Gott verstehen, wie er denkt. Das ist sehr wichtig. Aber es gibt aber auch ein Abgesondertsein für, und das ist die Auftrag und die Bestimmung. Das eine von Absondern heißt, ich schütze mich. Von etwas Absondern hat den Sinn, dass ich geschützt bin. Das für Absondern ist meine Bestimmung, mein Auftrag. In 3. Mose 20, 26, da ist das Beispiel. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Und lest mal mit und hört zu.
Ich frage euch gleich was. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Welches Wort würde ich dir unterstreichen in dem Satz? Soll ich es nochmal lesen? Ihr habt es ja selber. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Welches Wort würdet ihr, wenn ihr das jetzt lest für euch zum Studium, welches Wort würdet ihr unterstreichen als bedeutsam? Ausgesondert. Du bist die Theologin. Kannst du es nochmal sagen? Das ist es. Das überliest man so schnell. Da steht zweimal, Gott sagt zweimal das Wort. Er sagt, ihr sollt mir heilig sein, nicht sollt heilig sein, ihr sollt mir heilig sein, abgesondert für. Und dann sagt das, wiederholt er es in Vers 26 zum Schluss, um mein zu sein. Hört ihr das? Merkt ihr den Unterschied? Heilig sein? Gibt es Bewegungen und Brüdern und Schwestern manchmal, die es nicht böse meinen, aber die so sehr sich auf Heiligkeit konzentrieren, dass sie gucken und es kaum ertragen. Sie ertragen es kaum, zum Beispiel, wenn jemand in der Gemeinde anders betet als sie. Ich meine, Ellen White sagt zum Beispiel, wenn wir beten, dann gehören wir auf die Knie. Das ist, was Ellen White sagt. Aber jetzt pass auf, achte darauf. Ihr sollt heilig sein, damit ihr mein seid. Ich kann diesen Gedanken der Heiligkeit von Gott trennen und dann geht es plötzlich um einen Status, der von Menschen definiert wird. Und man kann plötzlich das Heilig zu etwas machen, was nie dazu gedacht war. Könnt ihr euch an Josef erinnern? Als er versucht wurde von Potiphas Frau. Was sagt er, als sie es nicht einmal, sondern die Bibel sagt, sie hat es mehrfach versucht, in ihr Bett zu bekommen. Wisst ihr, was hier Josef sagt? Was war seine Lösung? Wie kam er raus aus dieser gewaltigen Versuchung? Wie kam er raus? Gesagt, das macht ein Christ nicht. Ich bin Israelit. Was hat er gemacht? Hat er gesagt, tut mir leid, aber ich möchte mich reinhalten für meine zukünftige Ehefrau. Was hat er gesagt? Könnt ihr euch erinnern? Laut und deutlich, höre ich nicht. Genau. Merkt ihr das? Er sagt, wie kann ich das meinem Gott antun? Merkt ihr das? Ihr sollt mir heilig sein, ihr sollt mein sein, ihr gehört mir. Beide Aspekte biblischer Heiligkeit, Absonderung und so weiter, machen deutlich und für und von, machen deutlich, worum es wirklich ging, als damals Israel das goldene Kalb angebetet hat. Bekannte Situation. Mose ist eine Zeit lang weg, 40 Tage, und dann geht's los im Lager. Und ihr wisst, was passiert? Gott sagt zu Mose, ich höre da Feuergelage da unten, ein Kriegsgeschrei. Ihr wisst schon. Es war kein Kriegsgeschrei. Und Mose geht runter mit den Tafeln, frisch geschrieben. Er zerbricht die Tafeln. Und dann kommt dieser berühmte Satz, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Das überliest man so schnell. Oh, grausam, was da passieren sollte. Aber man hört nicht diesen leidenden Gott, der hier durch Mose spricht. Her zu mir. Wer redet hier? Man könnte sehen, der Mose steht da und sagt, her zu mir, wer für den Herrn ist. Aber Mose hat damals nicht zu sich gerufen. Er hatte den schwierigen Auftrag, deutlich zu machen, wer gehört zum Herrn. Alle, die nicht kamen, haben gesagt, ich gehöre nicht zum Herrn, ich gehöre zu dem Kalb. Denn was sagte Aaron, wie das Kalb hieß, welchen Namen hat es bekommen? Aaron sagt, seht, das ist euer Gott. Unfassbar. Was muss Gott empfinden,
an dem Thema Heiligkeit, wo es darum geht, zu zeigen der Welt, schaut mal, das, die gehören mir, die sind mein. Das ist der Sinn von Heiligkeit, absondern von, absondern für. Aber heute leben wir in einer Zeit nicht von einem goldenen Kalb, sondern viele goldene Kälber. Wir leben in einer Zeit, in der man sich seinen Gott nach seinem Bild macht. Und nicht nur Nichtchristen. Und manchmal sagen wir, genauso wie damals die Leute, wie Aaron, siehe, das ist euer Gott. Ihr Lieben, ich weiß, die Kinder verstehen es jetzt noch nicht, was ich sage, aber sie sind mittendrin, die Kinder. Mittendrin. Denn sie wachsen in einer Welt auf, in der systematisch das alles, was heilig ist, bekämpft wird. Alles. In einer Welt, in der Profanität, Gewöhnliches, Oberflächliches, Banales gefeiert wird und kein Raum mehr für Heiligkeit ist. In der wachsen die auf, unsere Kinder, und ich hoffe, ihr wisst das. Wie versteht ein Kind, dass es einen heiligen Gott gibt? Das ist eine riesen Herausforderung in der Erziehung. Nicht nur, dass es Gott gibt, das glauben Tausende und Abertausende, aber dass Gott heilig ist und das impliziert, dass ich heilig bin. Das ist eine riesen Herausforderung mit unseren Kindern. Ich sage euch, je mehr die Medien als Normalität werden, desto mehr sind wir gefordert, hier eine Antwort zu finden. Wir brauchen nicht lang zu suchen, wenn es darum geht, zu erkennen, dass diese Welt das Heilige missbraucht und Gott und Glaube im Dienst von Unterhaltung und Kommerz herabgewürdigt wird und verspottet wird. Ich denke da an Bilder, die haben sich reingebrannt in meinen Kopf. Als Madonna sich auf der Bühne kreuzigen lässt, in Unterwäsche, auf dem Kopf. Oder eine, viele werden sie nicht kennen, Oprah Winfrey, eine berühmte Moderatorin, die jetzt in dem Zuge der amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein Bild einblendet, wo Gott als Kasper dargestellt wird. Glaubt ihr, das ist zufällig, dass das gemacht wird? Nein, das hat System. Bevor Jesus kommt, muss das Heilige so sehr angeglichen werden an das Profane, dass der Mensch ein Himmelsmodell hat, ein Gottesmodell hat, das ihm verwehrt, in den Himmel reinzukommen, weil es in der Gegenwart Gottes nur heilig ist. Jesaja, der berufen wird zum Prophetendienst, und als er sagt, im dritten Jahr des König Usia, da ging er ins Heiligtum, und dann heißt es hier, was er dort erlebt. Er sieht dort die Seraphim, Gott gibt ihm diese Vision im Heiligtum, er sieht die Seraphim, und er hört sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott Zebaoth. Alle Lande ist seiner Ehre voll. Und was ist die Folge aufgrund dieser Erfahrung der Heiligkeit Gottes, dieser Szene im Heiligtum? Und wir sind Menschen, die glauben an das Heiligtum. Und nicht nur glauben an das Heiligtum. Paulus sagt, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Wohin ist das? Thron der Gnade ist wohin? Direkt in die Gegenwart Gottes, ins Heiligtum. Was ist die Folge dessen, dass die Heiligkeit Gottes erkannt wird? Heilig, heilig, heilig bist du. Man hätte auch, die hätten rufen können, Liebe, Liebe, Liebe. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Aber ihr Lieben, das sind alles Eigenschaften Gottes, die aus der Heiligkeit herauskommen. Die Folge ist, dass dieser Mann, Jesaja, er seinen Zustand erkennt in der Heiligkeit. Er sagt, ich elender Mensch. Ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Der hat sich kaum getraut, hochzuschauen. Nur anhand der Folge, dass die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit, das zentrale Element in seinem Leben wurde. Er wurde dadurch vorbereitet für seinen Dienst. Er konnte gar nicht Gott dienen,
Gott hat nicht gesagt, einen Aufruf, einen Altar-Call gemacht bei einer Jugendveranstaltung oder bei einer Konferenz, hat gesagt, wer möchte Gott dienen? Bitte hier vorkommen, könnt alle vorkommen, wer möchte Gott dienen? Wer möchte ein Jahr für Jesus mal zubringen? Leute, Gott kann das nicht tun. Er ruft erst, nachdem er sich reinigen lässt mit glühenden Kohlen vom Altar, erst dann ruft Gott, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Erst danach, nicht davor. Ja, natürlich kann man auch noch frei vom Rauchen werden nach der Taufe. Gar keine Frage, dass das geht. Aber die Frage ist, warum geht es nicht vorher? Warum nicht? Warum kann ich meinem Gott nicht alles geben, bevor ich diese Taufe mache? Weil ich Gott auf mein Verständnis herunterbeugen will und Gott so haben möchte, wie ich es gerne möchte. Noch ein bisschen länger an der Zigarette, noch ein bisschen länger in meiner Beziehung, noch ein bisschen länger an dem. Und dann wird es irgendwann schon klappen. Nee, es wird nicht klappen. Vor allem gehört mir die Zeit nicht. Wer weiß ich, wie lange ich die Zeit habe. Hört mal, ich habe aus einem Zitat, das in einem weltlichen Magazin veröffentlicht wurde, das die Überschrift hatte, warum das Christentum scheitert. Time Magazine. Da steht drin, haltet euch fest, indem man glaubte, dass die biblische Botschaft in die Popkultur verpackt werden kann und damit Teenager in die Gemeinde zu ziehen, verwässerten Prediger in ihren religiösen Inhalt und förderten Unterhaltung. Ein weltliches Magazin macht sich lustig über das Versagen der Christen in der postmodernen Welt. Manche mögen sagen, na gut, ich meine, was du da zitierst, das gilt vielleicht für die Kirchen, für die anderen Kirchen, aber nicht für uns. Wir sind Gottes Volk, wir halten den Sabbat, der abgesondert ist. Wirklich? Lasst euch mal vorlesen. Ich zitiere aus Zeichen der Zeit 1889. Keine Seite. 27. Dezember 1889. Hört mal. Wir sind in der Gefahr, schreibt sie, Fehler in unserer missionarischen Bemühungen zu machen. Eine neue Form von Denken ist in den Gemeindedienst eingedrungen. Es gibt einen Wunsch, sich nach anderen Kirchen auszurichten. Einfachheit und Demut sind fast unbekannt. Junge Prediger, die originell sein wollen, führen neue Ideen und Praktiken ein in ihrer Arbeit. Sie halten Veranstaltungen und ziehen eine große Anzahl Menschen an. Aber wo sind die Bekehrten, wenn die Gefühle vorbei sind? Es gibt keine Herzensreue. Die vorgeblich Bekehrten sind nicht auf dem Felsen Jesus Christus gefallen. Zitat Ende. Aber wir glauben, dass das geht. Wir glauben, dass Heiligkeit sich definieren muss anhand von Zeitströmungen und dadurch Heiligkeit kontextualisiert wird. Aber Heiligkeit kann man nicht kontextualisieren, weil Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heiligkeit geht nicht zu kontextualisieren. Ja, Sprache kann sich anpassen, damit man besser verstanden wird. Wir reden heute nicht mehr wie Luther. Und ich sage nicht, wenn ich meine Frau vorstelle, das ist mein Weib. Natürlich verändert sich Sprache. Die kann man und muss man kontextualisieren. Wie will ich im Urwald jemanden erzählen von Gott, wenn ich nicht auf seine Ebene komme, in seiner Sprache? Aber merkt euch, Heiligkeit kann nicht kontextualisiert werden, weil Gott es in seinem Wesen, im Kern seines Wesens, als heiliger Gott, durch seine Heiligkeit das Problem der Sünde löst. Weil ich nur in dieser Heiligkeit, in der Erfahrung der Gegenwart Gottes, erkenne, wie sündhaft Sünde ist, wie abstoßend Sünde ist. Und das ist das Problem. Sünde kann man nicht therapieren.
Man kann nicht mit einem Volkshochschulkurs Sünde besser verstehen. Sünde, selbst wenn ich erkenne, dass es zum Tod führt, heißt noch nicht, dass ich dadurch die Sünde verabscheue. Und viele versuchen, heilig zu sein im Sinne von, ich distanziere mich von Sünde und jetzt ist das Problem gelöst. Nein, ist es nicht. Weil Sünde erst dann das Problem gelöst ist, wenn ich die Sünde hasse. Weil das, was ich hasse, das tue ich nicht mehr. Das, was ich liebe, das tue ich. Auch wenn ich es bekenne und sage, das ist nicht gut. Aber trotzdem gefällt es mir. Das Problem ist innen, nicht außen. Innen ist das Problem. Und das ändert sich nur durch einen heiligen Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand in der Gegenwart Gottes, direkt in der Gegenwart Gottes, eine Sünde tut? In der Gegenwart Gottes, wenn er vor ihm steht. Ich meine, Jesus war auf der Erde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr versteht mich nicht, ich versuche es anders zu erklären. Die heidnischen römischen Soldaten, als ein Engel kommt und den Stein wegrollt vom Grab, was passiert mit den Soldaten? Waren die beim Kartenspiel und Wein trinken? Was haben die gemacht? Die sind umgefallen wie tot. Wer stand da vor ihnen? Jesus? Gott? Nein, nur ein Engel. Ein Engel, der aus der Gegenwart Gottes kommt, wahrscheinlich Gabriel. Können wir uns vorstellen, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, am Thron der Gnade, dass wir in diesem Moment nichts anderes im Kopf haben, als unsere Lieblingssünde zu tun? Geht gar nicht. Unmöglich. Es ist nicht möglich. Das war das Geheimnis von Henoch. Er wandelte mit Gott. Und dann heißt es, er lebte so, als wäre er direkt in der Gegenwart von ihm. Obwohl er ihn nicht gesehen hat mit den Augen. Aber er hat die Stimme gehört. Er hat ein Verständnis gehabt von einem heiligen Gott. Das heißt hier in einem anderen Zitat, Testimonies to the Church, Volume 5, der Verstand vieler ist so verfinstert und verwirrt durch weltliche Gebräuche, durch weltliche Handlungsweisen, durch weltliches Denken, durch weltliche Einflüsse, dass alle Kraft zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, völlig zerstört zu sein scheint. Zitat Ende. Habt ihr es verstanden? Das heißt, wir können dadurch, dass wir uns so sehr in unseren Gebräuchen, in unseren Handlungen, in unserem Denken so sehr prägen lassen durch das, was in dieser Welt geschieht. Und die Leute rufen jeden Blödsinn momentan auf den Straßen bei den Protesten. Und wir rufen mit teilweise. Wir lassen uns beeinflussen durch Strömungen, durch Denksysteme. Und dadurch, sagt sie, inspiriert, geht die Kraft verloren, zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Verstehen wir? Wir gewinnen hier niemanden und gar nichts. Wir verlieren unser eigenes Unterscheidungsvermögen. Die Trennlinie zwischen Weltmenschen und vielen bekennenden Christen ist beinahe gänzlich verwischt. Viele, die einst ernste Adventisten waren, passen sich in ihren Handlungen, Gebräuchen und ihrer Selbstsucht der Welt an. Anstatt die Welt dahin zu beeinflussen, Gottes Gesetz zu gehorchen, vereinigt sich die Gemeinde mehr und mehr mit der Welt in Übertretung. Täglich wird die Gemeinde zur Welt bekehrt. Das sind nicht meine Worte. Und ich möchte hier zum eigentlichen Punkt kommen, mit dem ich hier die Predigt schließe und einleite für den Nachmittag. Denn am Nachmittag geht es um das Thema Vorbereitung auf die Wiederkunft. Wir sprechen viel über die Wiederkunft. Wir sprechen viel darüber, dass Jesus bald kommt und wie wichtig und schön das ist. Aber wie bereitet Gott sein Volk auf die Wiederkunft vor? Das wird unser Thema sein. Wie geschieht es in der Bibel? Was ist der Punkt, der Vorbereitungsprozess? Aber ich möchte euch zum Abschluss etwas zeigen, was traurig ist. Und das ist ein typologisches Ereignis, das ihr tief studieren müsst. Da steckt so viel drin für das Verständnis unserer jetzigen Zeit. Und das ist in 3. Mose 9. Lasst uns das noch zum Schluss lesen. Da ist ein Ereignis, ich weiß, ihr kennt es, aber ich möchte es mit euch in den Kontext setzen dessen, was wir jetzt studiert haben. Wir haben ja gelesen bei Petrus, wir sind was? Wir sind ein heiliges Volk, wir sind königliches Priestertum. Und hier geht es um
Aaron und seine Söhne. In 3. Mose 9 lest man mit mir die letzten Verse. Ab Vers 23. Was hier geschieht nochmal, ist für mich ein typologisches Ereignis, was gerade jetzt 1:1 sich wiederholt weltweit. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Was ist die Folge davon, dass die Herrlichkeit des Herrn, denkt an Jesaja im Heiligtum, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart unter den Gläubigen, unter dem Volk? Was ist die Folge? Lest weiter, 24. Und ein Feuer ging aus von dem Herrn und es verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Und als das Volk all das sah, die Herrlichkeit und das Wirken Gottes, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Das hebräische Wort für Anbetung heißt Hishtakavah, kann man wieder vergessen. Hishtakavah ist interessant, weil es heißt wörtlich übersetzt, in den Staub legen, wortwörtlich, in den Staub legen. Hishtakavah ist das hebräische Wort für Anbetung. In den Staub legen. Was passiert, wenn ich frage anders. Wie kann ein Sünder, wie kann ein Mensch einen heiligen Gott erhöhen? Können wir Gott erhöhen? Was kann ich tun? Wird Gott höher, wenn ich singe? Wird Gott höher, wenn ich hier bin? Das ist der Punkt. Du kannst Gott nicht erhöhen. Gott ist egal, was du tust, ob du gegen oder für ihn oder was immer du tust. Gott ist immer in sich heilig. Er ist nicht abhängig durch das, wie Menschen, Engel oder was in der Welt, im Universum passiert. Seine Heiligkeit ist davon nicht abhängig. Er ist immer der Gleiche, er ändert sich nicht. Ich kann Gott nur erhöhen, indem ich mich erniedrige, indem ich mich in die Erde lege, indem ich mich vor ihm beuge. Dadurch wird Gott erhöht. Nicht dadurch, dass er sich ändert, sondern dadurch, dass ich mich erniedrige. Das ist ein wesentlicher Punkt. Hier steht, sie fielen auf ihr Antlitz als Reaktion und sie frohlocken. Die Reaktion davon, dass Gott sich offenbart, seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und ich frage mich manchmal im Gottesdienst, wenn wir uns zusammenkommen, ist das, was wir tun, das, was geschieht, bei Anbetung, dass wir uns erniedrigen, Gott dadurch erhöht wird? Damals geschah was Erstaunliches. Die Söhne, Nadab und Abihu, ihr kennt die Geschichte, deswegen kann ich da schnell durchgehen. Da geschieht was Unfassbares. Zwei Priester missachteten die feierliche und genaue Anweisung von Gott, die ihnen gegeben worden war, als sie ihr Räucheropfer mit dem Feuer verbrannten, das nicht, heißt, sagt die Bibel, heilig war. Nun, was ist da passiert? Im Schnelldurchgang, was ist da passiert? Das erste Mal, als das Feuer vom Himmel kommt und das Raucheropfer das erste Mal überhaupt in der Wüstenwanderung verzehrte, als das Heiligtum gebaut wurde, die Stiftshütte, das war das erste Mal, dass ein Räucheropfer verbrannt wurde. Und dieses Feuer kam direkt aus dem Himmel. Das kam nicht von einem Streichholz, das kam nicht von einem Feuerzeug. Das kam direkt wie bei Elia aus dem Himmel. Gottes Anweisung war, dass die Priester dieses Feuer nehmen sollten und bewahren sollten und nicht mehr ausgehen lassen sollten. Das heißt, die sind gewandert durch die Wüste, immer mit dem Feuer. Das ging nie aus. Jedes Brandopfer wurde mit diesem Feuer angezündet in den 40 Jahren. Der Ursprung war vom Himmel. Und sie sollten immer die Priester, wenn sie ihre Räucherpfannen nahmen, sollten sie von diesem Feuer, das wurde genau behütet, dass das bloß nicht ausgeht, das Feuer. Da sind die jahrelang mit dem Feuer, und es ist nicht ausgegangen. Und von diesem Feuer sollten sie nehmen, was Gott vom Himmel her hat, haben sie aber nicht gemacht. Sie sind ins Heiligtum gegangen, Kapitel 10, Vers 1. Sie betraten die Stiftshütte mit einem Feuer, die haben wahrscheinlich ein Streichholz genommen oder was auch immer, und haben gesagt, brennt auch, raucht auch. Levitikus 10, 1,
Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk drauf und brachten so ein fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Schrecklich. Aber was hier ereignet sich, ist eine typologische Geschichte, die sich jetzt gerade wiederholt. Wir haben hier die Priester, wir haben das königliche Priestertum in 2. Petrus. Wir haben das himmlische Heiligtum, wir haben Hebräer 4,16, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, wir haben das himmlische Heiligtum. Ja, wir sind ja selber Heiligtum. Und das war eine solch ernste Übertretung, dass sie nicht mal trauern durften. Ich kann mir das als Vater kaum vorstellen. Aber es wurde Aaron verboten zu weinen über seine Söhne, damit nicht das ganze Volk verloren geht. Was war der Grund für Nadab und Abihus Verstoß? Manche von euch wissen es. Sie waren betrunken. Sie gingen betrunken und da steht in der Bibel nirgends eine Prozentzahl. Sie waren betrunken. Und sie gingen rein, Vers 8, der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für all eure Nachkommen. Ihr sollt unterscheiden, Vers 10, was heilig und unheilig, was rein und unrein ist. Und Israel alle Ordnungen lehren, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Nun, warum betone ich das so sehr? Warum glaube ich, dass das gegenwärtige Wahrheit ist und wir diese Geschichte, wenn wir sie nicht verstanden haben, genau das Gleiche wieder machen werden? Und ich rede gerade nicht vom Alkohol buchstäblich nur. Ich meine, ich hoffe nicht, dass ihr eine Predigt über Alkohol braucht. Ich rede hier von etwas, was in Offenbarung steht, dass es sich wiederholen würde. Dass die ganze Welt betrunken wird von dem Wein aus dem Kelch der Hure Babylon. Das heißt, diese Geschichte typologisch weist auf eine Zeit auch hin. Natürlich ist hier auch Gesundheitsbotschaft mit drin, klar. Alkohol und so. Aber die noch entscheidendere Botschaft, die hier drin ist, ist eine Anwendung auf unsere Zeit, dass wir es nicht wagen können, trunken von einem Wein dieser Hure unseren Heiligtumsdienst so weiter durchziehen. Was meine ich? Es geht hier um eine Benommenheit, die dazu führt zum Ungehorsam und dadurch, dass wir sagen, dieses Detail ist nicht so wichtig. Ihr wisst, dass die letzte Test auf dieser Welt was sein wird. Der allerletzte Test. Wir wissen, der Sabbat hat was damit zu tun. Aber das sagt noch nicht, worum es gehen wird. Das ist das Medium, über das es ausgetragen werden wird, Sabbat oder Sonntag. Aber was, worum wird es gehen? Der letzte Test. Haben die Israeliten den Sabbat gehabt in den 40 Jahren in der Wüste? Ja oder nein? Haben sie den Sabbat gehalten am Sabbat? Am siebten Tag. Haben sie dort Holz gesammelt oder irgendwas? Nein, haben sie nicht. Wie viel kam an am Ziel? Zwei. Was steht in Hebräer 3? Da steht, dass Gott sie in der Wüste erschlagen hat wegen ihrem Ungehorsam. Die haben den Sabbat gehabt. Also es muss um mehr gehen, als einfach zu wissen, Sabbat ist der richtige Tag. Worum geht's? Was wird der letzte Test sein? Geschwister, ganz einfach. Ich weiß, ihr wisst es, ihr seid so schüchtern. Es wird die Frage sein, ob ich unterscheiden kann zwischen heilig und profan. Das wird es sein. Und deswegen hat der Satan die Agenda, die Menschen betrunken zu machen, von dem Inhalt aus dem Becher. Da steht, alle Unreinigkeit ist in dem Becher. Heidentum, Irrlehren, Götzendienst, Kompromisse, profan und heilig vermischt, führt nicht zu einer gemäßigten Gottesdienst. Profan und heilig gemischt führt zum Tod, und zwar zum sicheren Tod. Die Anwendung auf unsere Zeit kann nur die sein, dass wir jetzt aufpassen,
wie der Widersacher über dieses System, das die Bibel Babylon nennt. Übrigens, was heißt denn Babylon übersetzt? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Verwirrung, das ist eine Möglichkeit. Es gibt ja ein paar Archäologen, die sagen, das heißt das Tor zu den Göttern oder so. Aber die klassische Übersetzung aus dem Akkadischen, aus den alten Sprachen, ist Vermischung, Verwirrung. Verwirrung heißt Vermischung. Satan heißt Durcheinanderwerfer. Was wirft er durcheinander? Lüge und Lüge? Nein. Heilig und profan wird so vermischt, dass es ein tödliches Cocktail wird. Darum geht es in Babylon. Und das müssen die Menschen erfahren und das müssen wir wissen. Bei Gott gibt es keine Möglichkeit, heilig und profan zu vermischen. Es geht nicht. Ich muss mich entscheiden. Ihr sollt mir heilig sein. Wenn ich mich für Gott entscheide, entscheide ich mich dafür, für sein Wesen. Und wie sagt Paulus im Korintherbrief, was hat Belial gemeinsam mit Gott? Nichts. Es gibt keinen Mittelpunkt, keine Mitte zwischen heilig und profan. Gibt es keine Mitte. Lasst euch das nicht einreden. Weil wir, ich habe gestern darüber gesprochen, wir erliegen der Versuchung, dass wir ständig uns entscheiden sollen zwischen liberal und konservativ. Vorsicht, das ist eine Falle. Und das, die Lösung ist die Mitte, die gute Mitte zwischen liberal und konservativ. Ausgewogenheit. Nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, was hat Gott durch den Geist der Gemeinde gesagt? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, versteht ihr? Es geht nicht um liberal-konservativ. Das ist eine Täuschung, fallt nicht darauf rein. Es geht darum, was sagt Gott der Gemeinde? Es geht um Unterscheidung zwischen heilig und profan. Und das müssen wir ernst nehmen, Geschwister. Und glaubt nicht, weil wir Adventisten sind, dass wir dadurch der letzten Täuschung so einfach aus dem Weg gehen. Die Täuschung wird so dem Original ähneln, heißt es in inspirierter Schrift, dass selbst die Auserwählten verführt werden, würde die Zeit nicht verkürzt werden. Wir unterschätzen das. Wir denken, wir haben das schon im Griff. Ich weiß, was der Sabbat ist. Mich kann keiner vom Sonntag überzeugen. Soll ich euch was sagen? Ich habe gestern kurz es angestupst nur. Ich will darüber nicht predigen, aber ich muss es trotzdem nochmal sagen. Corona hat uns was gelehrt. Wie kraftvoll die Dynamik ist, die psychologische Dynamik von einer Gegebenheit. Ich stehe im Bäcker und unterdrücke mein Räuspern, damit niemand denkt, ich bin krank. Das habe ich erlebt und ich bin erschrocken im Bäcker. Über mich selber bin ich erschrocken, dass ich plötzlich mir Gedanken darüber gemacht habe, was denken die anderen über mich. Ich war nicht krank, aber ich habe es unterdrückt, das Räuspern, weil ich bin ohne Maske rein, damit die Leute nicht denken, ich bin krank. Und da war ich so erschrocken. Habt ihr eine Ahnung, welche Dynamik herrscht, wenn alle das Gleiche tun? Wir haben jetzt ein bisschen gespürt, was das für eine Kraft entwickelt, wenn alle das Gleiche tun, egal ob es richtig oder falsch ist. Es ist nicht zu unterschätzen, Geschwister. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich schließe. Und das geht nicht nur an euch, die ihr jetzt zuhört, wahrscheinlich die meisten von euch Adventisten, sondern das gilt jetzt auch denen, die zuhören und kein Adventisten sind und vielleicht diese Aufzeichnung hören, wenn sie irgendwo abgespielt wird. Die Welt, die Christenheit, von denen viele es ehrlich meinen und ernst meinen, und ich kenne so viele wunderbare Christen aus allen Kirchen, Katholiken, Charismatiker, ich habe so viele wunderbare Leute kennengelernt, die es wirklich ernst meinen und die Gott lieben, nach ihrem besten Wissen. Aber die meisten sind schon über den Tisch gezogen mit heilig und profan durch den Sonntag. Wir tun etwas, weil es eben so ist. Wir tun etwas, weil es in der Geschichte schon seit 1500 Jahren ist. Aber haben wir jemals gefragt, ob der Sonntag heilig ist? Ich spreche jetzt vor allem die an, die den Sonntag heiligen. Haben wir uns die Frage gestellt, ist es denn wirklich heilig? Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Der Sabbat wird genannt, er heiligte ihn. Warum? Weil er, der Schöpfer, heilig ist.
Der Sabbat geht vom Schöpfer aus, deswegen ist er heilig. Er gehört zu ihm, er hat ihn abgesondert, es ist sein Tag. Und wir tun gut daran, aufzuwachen und endlich diesen Betrug zu merken. Aufzuwachen, dass die Menschheit betrogen wird, belogen wird an Dingen wie Gehorsam, Sabbat oder Sonntag. An dieser Frage werden sich viele in der Zukunft entscheiden und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich weiß, dass jeder, der Gott liebt und versteht, dass es darum geht, auf das zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt, wird die richtige Entscheidung treffen. Denn in der Liebe ist keine Furcht. Egal was passiert, wenn wir Gott lieben, werden wir uns nicht über Konsequenzen Gedanken machen, sondern wir werden ernst nehmen, was die Bibel sagt in Hesekiel 20:20. Ihr sollt meine Sabbate heiligen, dass sie Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Heilig sein und Sabbat trennen davon geht gar nicht. Ich kann mich nicht auf den Altar legen, auf Gottes Altar und sagen, hier bin ich, nimm mich. Aber den Sabbat ablehnen, das ist nicht möglich. Wir schließen mit einem Zitat. Viele von uns leben und entscheiden gegen den Gottes Willen an vielen Fragen. Nicht, weil der Teufel so stark ist, weil der Teufel so viel Macht hat, sondern weil unsere Bereitschaft so gering ist, Gottes Willen ganz zu tun. Und heilig hat etwas mit ganz zu tun. In 2. Chronik 25 gibt es einen König, der hieß Amasia. Und da steht von ihm, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, aber nicht mit loyal, im Englischen steht, with a loyal heart. Im deutschen Bibel steht, mit ganzem Herzen. Was hat er getan? Ihr kennt die Geschichte von Amasia. Er kam und wurde König und er hat im Land alle Anbetungshöhen, alle Altäre, die anderen Göttern geweiht waren, hat er abgerissen. Bis auf 2 oder 3. Das wissen wir aus Chronikbüchern, die hat er stehen lassen. Wer weiß warum. Vielleicht waren sie gerade in der Nachbarschaft von einem Bekannten oder Verwandten. Keine Ahnung, was in ihm vorging. Er hat im ganzen Land alle Altäre niederreißen lassen, bis auf 2 oder 3. Und dann steht da ein Wort, das ist interessant. Ich habe das nachgegraben, ich bin so ein bisschen, ich liebe Wortbedeutungen und schaue dann manchmal nach, was das bedeutet. Weil im Englischen steht loyal heart, im Deutschen steht von ganzem Herzen. Und dann steht da drin, im Hebräischen steht das Wort, eigentlich am Aramäisch, da steht Shalem. Shalem, wo wir ganz hinschreiben, oder loyal. Shalem, klingelt es da in den Ohren, wenn ihr das Wort Shalem hört? Die Wurzel kommt von Shalom. Und tatsächlich, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, das Wort Shalem oder die Grundform Shalom bedeutet ganz, vollständig. Und jetzt verstehe ich, warum das Frieden heißt. Es kann gar keinen Frieden geben, wenn ich nicht vollständig Gott gehöre und nicht vollständig Gott gehorche. Da gibt es keinen Frieden. Deswegen haben im hebräischen Sprachmuster ist der Frieden, Shalom und Shalem, vollständig so nah beieinander. Vollständig Gott sich zu entscheiden für ihn. Vollständig mich zu entscheiden, ihm zu gehorchen. Nicht montags bis freitags tun, was ich will, am Sabbat feiere ich, dass ich Adventist bin. Ganz! Das ist, was ich möchte. Das ist, was ich bei meinen Söhnen wünsche, dass sie Männer Gottes werden, die ganz Gott gehören und nicht nur ein bisschen. Und ich denke an dieses Wort, das Jesus sagte, als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? In Klammer Gebot. Was sagt er? Welches Wort würdet ihr unterstreichen?
Man muss Gott von ganzem Herzen lieben. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit eurem ganzen Gemüt, sagt Luther. Und euren Nächsten wie euch selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Welches Wort würdet ihr unterstreichen? Vorsicht, Falle. Die erste Überlegung ist bei mir Liebe. Denn es ist das Wichtigste. Aber was ist, wenn wie bei Amasia, König Amasia, er tat, was dem Herrn recht war in seinen Augen, aber nicht ganz. Schalem. Er tat es Richtige, aber nicht ganz. Liebe ist das Zentrale in meiner Beziehung zu Gott. Aber wenn es nicht völlig, vollständig, ganz ist, ist es nicht wirklich Liebe. Weil dann gibt es etwas, was ich zurückhalten will. Egal was es ist. Ob es meine Lieblingssünde ist, ob meine Kinder, meine Erziehung, mein Essen, mein Trinken, meine Haare, meine Kleidung, was immer es sein mag, spielt gar nicht eine Rolle. Lasst uns nicht drüber streiten, was es ist. Lasst uns darüber nachdenken, ganz oder nicht ganz. Heilig? Nicht ganz heilig? Gibt es nicht. Es gibt meine Entscheidung, entweder heilig zu sein oder mich für das Gewöhnliche zu entscheiden. Meine Entscheidung, so sagt hier der Josua auf wunderbare Weise, er sagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua 24, glaube ich. Und damit hat er die Entscheidung für viele Hunderte und Tausende Menschen hat er beeinflusst. Er stand dort seinem Mann und hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen Gott ganz dienen und gehorchen. Und das ist, was heute wir brauchen. Wir brauchen Menschen, Männer, Frauen, die nicht käuflich sind, die nicht Gott nach ihrer Vorstellung formen, die nicht Kompromisse machen, die nicht eine neue Form von Heiligkeit definieren, sondern die die Heiligkeit, ihr Leben messen, nicht an den Prediger, nicht an dem, was Menschen definieren, heilig zu sein, sondern die ihre Heiligkeit messen an Gott. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Das ist Gottes Wunsch. Und nichts braucht Gott mehr heute als eine Gemeinde, die sich entscheidet, heilig zu sein. In dieser Welt, die kein Verständnis davon hat, was es bedeutet. Aber sie brauchen das, weil es die Wohltaten, es sind die Charaktereigenschaften Gottes. Nichts weniger sind wir gerufen zu repräsentieren. Ich weiß, das ist ein hohes Ziel. Ich weiß, dass wir das nur können, wenn wir lieben. Das geht nicht durch irgendwelche Mechanismen. Das geht nur, wenn wir wie Josef und andere Leute sagen, nee, mein Gott, das ist mein Gott, wie kann ich dem das antun? Das ist die Lösung. Und ich wünsche mir, dass wir diese Entscheidungen treffen, persönlich, weil unsere Kinder schauen genau auf uns. Und weil es uns hilft, vorzubereiten, uns auf das, was kommt. Was wir heute Nachmittag studieren, wie bereite ich mich vor auf die Wiederkunft? Wie bereitet Gott mich vor auf die Wiederkunft, müsste man besser sagen. Meine Entscheidung, ich möchte mich Josua anschließen, ich hoffe du auch. Die Zeit war noch nie besser, ihr Lieben, als jetzt zu sagen, ganz, ganz. Nicht Gott dienen, Gott ganz dienen. Nicht Gott gehorchen, ihm ganz gehorchen. Nicht Adventist sein, sondern von ganzem Herzen Adventist sein. Dass es nichts weniger ist, das, was Gott von uns möchte. Wollen wir es ihm geben? Wollen wir unserem Versprechen Gott neu formulieren? Nicht nur mit Worten, sondern sagen, ja Herr, ich möchte ganz. Ich möchte Frieden haben. Frieden, den Gott gibt. Shalem, Shalom kommt durch ganz, nicht durch teilweise. Und da möchte ich uns einladen, dass wir ein Lied singen, bevor wir noch gemeinsam beten. Unser lieber Vater, Herr Jesus Christus, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist unser Gebet, dir näher zu kommen, dich besser zu verstehen, aber auch heilig zu sein, wie du heilig bist. Das ist dein sehnlichster Wunsch. Dein Wesen
deine Heiligkeit zu reflektieren in dieser Welt. Wir wissen, Herr, dass wir in unserer Begrenzung, in unserer Schwachheit, uns oftmals darauf ausgeruht haben oder entschuldigt haben, vom Status quo aus zu urteilen und von dem, was andere denken, sagen, machen und Standards setzen. Du hast uns keinen geringeren Standard gegeben als dich selbst. Das ist kaum begreiflich, wie tief du dich runterbeugst, dass du Menschen wie uns sagst, dass wir so sein sollen wie du und dass du es auch möglich machen kannst. Hilf uns, dass wir Mut haben, nicht auf uns zu schauen oder auf andere und daraus abzuleiten, was möglich ist und nicht, sondern dass wir unsere Ziele hochsetzen. Wir möchten gerne ja, in dieser Welt, die dunkel ist und die immer dunkler wird, möchten wir Lichtspender sein. Du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt und wir möchten gerne leuchten. Wir möchten gerne, dass du in uns lebst und dass wir Orientierungspunkte werden in der Finsternis. Nicht um auf uns hinzuweisen, sondern dass du sichtbar wirst. Das ist das Größte und das Schönste, Herr, was uns widerfahren kann, dass Menschen dich sehen, wenn sie uns begegnen. Mach es doch, dass es möglich ist, dass auch unsere Kinder in uns das sehen, was sie sehen sollen. Führ sie zu dir. Du weißt, wie mit welcher Kraft die Welt gerade versucht, unsere Kinder zu dir zu ziehen, egal in welchem Alter. Hilf bitte, Herr. Du hast gesagt, das Werk, das du begonnen hast, wirst du auch zum Ziel führen, das glaube ich. Hilf, dass wir dich nicht blockieren dabei. Und wir danken dir herzlich für dein Wort und dafür, dass der Geist spricht zur Gemeinde und hilf und öffne unsere Ohren, dass wir auch das hören, was wir hören sollen und unterscheiden können von dem, was wir nicht hören und nicht sehen sollen. Lob und Ehre sei dir, lieber Gott. Danke für diesen Sabbattag. Mach uns bereit für eine gesegnete Gemeinschaft zusammen, aber auch für den Nachmittags, für das Thema, das diesem folgen wird, wenn es darum geht, vorbereitet zu sein für dein baldiges Kommen. Dafür wollen wir dir herzlich danken, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.